So, willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich eine neue Tutorial-Übung probieren. Und zwar mit so wenig wie möglich den Orbit schaffen. Das heißt, wir bauen eine minimalistische Rakete, versuchen wirklich mit dem geringsten Aufwand einen gelungenen Orbit und ein Landemanöver zu schaffen. Dazu nehme ich also die MK1 Command Pod und dann wollen wir mal. Was brauche ich wohl? So, das sollte meine letzte Stage sein. Dann mache ich aber lieber noch das Hitzeschild dazwischen. So. Also Fallschirm und Hitzeschild fürs Ende. Und das, hoffentlich reicht das. Na, nehmen wir wieder weg. Da hole ich lieber. Hier. So, dann versuchen wir noch ein Decoupler, diesen Tank und da nehmen wir jetzt den hier mit Vectoring Change, damit wir steuern können. So. Und noch einen. So. Und dann nehmen wir einen ohne Vectoring Change. Holen wir jetzt die hier. So. Aber die wollen wir unterschiedlich starten. Den da und den da. Also das einmal und die zwei und dann die zwei. Dafür müssen wir sie auch einmal richtig abkoppeln. Links und rechts. Moment, ich starte zuerst mit den beiden, dann den beiden. Also müssen die beiden zuerst ab. Dann kommen die, dann werden die abgetrennt. Dann trennen wir die Sektion ab. Das, okay. Noch ein bisschen Aerodynamik.
So, das Ganze muss stabilisiert werden. Na. So, versuchen wir es mal damit. Habe ich an alles gedacht. Es reicht. So, erster Versuch. Mal schauen, ob das reicht, um den Orbit-Himmel zu erreichen. Ich denke schon. Wir haben keine Crew mehr. Wir müssen erstmal Crew anheuern gehen. Es sind immer Frauen verfügbar. Okay. So, jetzt aber. Ah, ich habe was vergessen. Es steuert sich sonst zu schwierig. Das müssen wir aber so machen, dass die Booster nicht drauf boosten. Also so. Sonst gehen die kaputt. So, nochmal gespeichert und go. Weil wenn wir nur mit Booster fliegen, müssen wir das Ganze irgendwie steuern können. Dafür sind die Wings halt jetzt da. Und go. Erst die beiden äußeren. Doch eingreifen. So, jetzt hält er wohl alleine. Oh ja, die Booster bringen mich schon ziemlich weit. Gas, wir werden langsamer. Ich muss schon Volldampf geben. Klar, die Düsen selber hat kein Vectoring Range. Und die Atmosphäre wird dünner und ich kann mit diesen Flügeln mich kaum nach rechts steuern. Es ist also ganz schwierig, das zu kippen. Aber ich kippe ja. Die nächste Düse müsste eine sein, bei der ich steuern kann oder auch noch nicht steuern kann. Naja, wir müssen eigentlich nur noch geradeaus schießen. So, hier hin nämlich. Ah, ich kann steuern. Das ist eine mit mehr Kontrolle. So, dann schauen wir mal, wie wir fliegen. Fliegen ganz gut. Das wird doch ganz schön knapp, muss ich sagen. Können ruhig Vollgas geben. Wir haben jetzt hier keine Reibung mehr. Oh, ja, jetzt müssen wir die Nase senken. Nicht so stark. Ja, so ist schon fast wieder. Ja, so ist gut. Da warten wir jetzt mal hin.
Jetzt haben wir noch ein bisschen was, okay. Wir können also nochmal ein bisschen Vollgas geben auf dieser Düse hier. Und dann gehen wir auf die kleine. Na, wir fallen noch, aber das geht schon. So, und wir sind da und Vollgas. Das war's, oder? Ja. Und go. So, 80, 80, geschafft. Wunderbar. Minimalistisch und wir haben sogar noch jede Menge mit diesem Teil hier. Es wäre sogar vielleicht sogar möglich, damit einmal zum Mond und zurück. Orbit erreicht. Dann wollen wir mal landen. Wo wollen wir landen? Am besten im Wasser. Ja, also jetzt direkt. Dann verbrennen wir mal alles. So. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. So, es geht bergab. Ich habe gerade gedacht, der Fallschirm sei weg. Das wäre unlogisch gewesen. So, das sollte reichen. Wir können auch die Höhe des Fallschirms noch konfigurieren, aber das ist okay. Also wir können hier einstellen, ab wann der zünden soll, in welcher Höhe. Er bremst ja jetzt schon. Das sieht man ja hier. Solltet ihr mal euren Fallschirm schon verbraucht haben und zu einem anderen Zweck nochmal benutzen, dann könnt ihr übrigens aussteigen und diesen reparieren. Also der sollte bei 500 zünden. Wir sollten bis 500 nicht zu schnell sein, sonst kann er abreißen. Hier für den Fall sind wir nicht zu schwer und auch nicht zu schnell, wie ich hoffe. Oh, das ist auch, glaube ich, neu. Früher sind die ganz schnell aufgegangen, jetzt gehen sie ganz langsam auf. Das ist cool. Interessant, da hinten ist ein Teil von mir runtergegangen. Das ist also auch gar nicht allzu weit von mir runtergekommen. So, und das war erfolgreich. Einmal Orbit und zurück. Ich hoffe, dieses kurze und einfache Tutorial hat gezeigt, dass man mit wenigen Mitteln oder gut geplanten Stages und Spritverbrauch beim Start ganz normal und erfolgreich durchkommt und dass man auch an alles denken muss. Also, Wiedersehen.